Dann geht's weiter mit der 1 mit Laurie Cronency, Uwe Zevens. Daneben die 6 Megan Boko und Marciano Hauber. Zweiten Prüfung jetzt auch auf der Geraden. Die 4 zunächst, Gray Cash mit Jochen Holzschuh. Dahinter die 2 Ikonen. Start frei. Der Start ist frei, Start frei. Start ist frei, zweites Rennen, das Sunset Lane Rennen mit 8 Teilnehmern bestückt diese Prüfung. Die 1 Laurie Cronency, Uwe Zevens, die 2 Ikon Manatis und Jens Bergmann. Die 3 Duncan Lawrence, Erwin Bott, die 4 Grayish Cash, Jochen Holzschuh, die 5 My Girl, Johnny Westenbrink, die 6 Megan Boko, Marciano Hauber, die 7 Ihr linke Tuilerie mit Jan Thijs de Jong und die 8 Roton Couleur mit Thomas Reber. My Girl. Aus dem Bogen heraus geht's auf die gerade zu. Fehler von Megan Boko. Kommt ihr aus dem Takt? Die Spitze weiterhin bei Grayish Cash. Der hat jetzt allerdings aus seinem neuen Begleiter, das ist Duncan Lawrence, der jetzt auftaucht, währenddessen Megan Boko disqualifiziert worden ist. Und Duncan Lawrence zieht hier vorbei und geht an die Spitze des Feldes. Duncan Lawrence, Grayish Cash und dann Laurie Cronency in die neue Reihenfolge. Dritte Position hat dann Ikon Magnatis. Bevor dicht auf in zweiter Position. Außen ja linker Tuilerie, Laurie Cronency innen. Zielgerade ist erreicht, Duncan Lawrence vorn. Duncan Lawrence klar vorn vor Grayish Cash. In der Mitte der Bank versucht es ja linker Tuilerie und auch My Girl wird jetzt gebracht. Duncan Lawrence vorn, My Girl außen. Schnell gemacht für Rang 2, aber für mehr wird es nicht reichen. Duncan Lawrence ist überlegen, gewinnt hier. Dahinter My Girl auf dem zweiten Platz, Rang 3, innen am Grayish Cash und dahinter was meine ich, Laurie Cronency für Rang 4. Vor den anderen. So, wir sind hier wieder im zweiten Rennen. Zwei gute alte Bekannte, der Bott und Daniel Holz. Der Rennen ist gut. Der ist gut. Der ging mal mit uns am Kopf, mach mal ein Foto. Wahrscheinlich hast du ja schon einige von Daniel mittlerweile. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich fragen soll. Wir haben ja in den letzten Wochen einige Male über Duncan Lawrence gesprochen. Du bist auch zufrieden mit ihm, oder? Ja, naja, aber immer besser. Und ja, auch heute wieder einfach ein bisschen. Wenn ich alleine komme, dann warte ich noch ein bisschen auf die Augen und Fähre. Aber ja, alles gut. Ja, da haben wir kein Problem gehabt. Ich denke, wenn die Leute ins Feld kommen, ist auch gut. Aber ja, dann komme ich mal nach Hause und rum. Ich will das nochmal für dich nochmal ziehen, dass das nicht mal nicht auf Speed, dass wir da noch ein bisschen mehr. Ja, ich denke heute, wenn das Game machig ist und man nimmt, dann fahren wir weiter. Na ja. Gut, ich bedanke mich, Erwin. Herzlichen Glückwunsch an Erwin Bott. Oh, ich darf nicht mehr. Robert, kannst du einmal mit der Pfeffer? Oh. 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 Oh.